Über E-Autos sprechen alle. Es ist eine Milliardenbranche. Die amerikanische Firma Tesla aus dem Silicon Valley hat im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 12 Milliarden US-Dollar gemacht und über 100.000 E-Autos verkauft. Doch mit einem Einstiegspreis von 57.000 Euro sind sie noch verdammt teuer. Kein Wunder, dass man sie so selten bei uns auf der Straße sieht. Das könnte sich ändern. Eine kleine Werkstatt in Deutschland verspricht E-Autos für jeden Geldbeutel. Wir sind in Hessen, in Offenbach am Main. Hier führen Rainer Lohrei und sein Sohn Marco seit einiger Zeit ein kleines Unternehmen in der Maschinenbaufabrik der Familie. Ob das funktioniert, das wussten wir damals, wusste er auch nicht. Er hat halt gedacht, ich probiere das mal, ein Elektroauto zu bauen. Learning by doing. Genau. Und es war damals nicht so einfach. Die großen Firmen, die wollten alle nicht. Und wenn man da als kleine Firma gekommen ist und hat gesagt, okay, wir bräuchten mal ein paar Teile von ihnen. Und dann waren die nicht allzu sehr aufgeschlossen. . 2007 hat Marco Lohrei die zündende Idee, die ihr Leben verändern wird. Er möchte Oldtimer zu E-Autos umbauen. Die passenden Maschinen hat er schon. Alles schön geworden. Deutscher Mittelstand versus Tesla. Gerade überprüft Marco Lohrei den Ladestand des neuesten Umbaus. Auch wenn wir nichts hören, der Motor läuft. Gut, wir haben eine Prozentanzeige und ebenfalls auch eine Batterieanzeige, die grafisch anzeigen tut, wie voll mein Akku ist. Also ähnlich wie eine Tankanzeige. Wenn die natürlich am Ende ist, dann muss ich dringend laden. Irgendwann geht dann auch noch ein Alarm an. Das ist dann eben wirklich eure Reservefahrt. Und dann sollte ich spätestens dann an die nächste Ladestation oder zu Hause sein. Laut Anzeige ist der Wagen zu 100% geladen. Muss er auch. Denn noch heute kommen die Besitzer, um ihren umgebauten Käfer abzuholen. Die Kunden der Lohreis sind oft Liebhaber und dürfen hier auch selbst an ihren Autos rumschrauben. Marco Stromberg beispielsweise steckt gerade mitten im Umbau seines alten Saab. Dieses Auto hat schon mal ein Leben gehabt mit dem Verbrennungsmotor und bekommt jetzt noch mal ein zweites Leben. Das kann ja noch mal 30 Jahre gefahren werden mit einem Elektromotor. So ein Umbau ist ziemlich zeitintensiv. Doch Oldtimer-Fans wie Marco Stromberg stört das nicht. Er schraubt gerne mehrmals pro Woche an seinem Oldie und verbringt viel Zeit in der Werkstatt. Da muss man Spaß dran haben. Also wenn man da jetzt keinen Spaß dran hat, dann braucht man das eigentlich nicht anfangen, weil man ja schon doch sehr viele Arbeitsstunden investieren muss. Und man muss einen gewissen Spaß an Autos vielleicht haben und eben aber auch an Elektromobilität und an Elektronik generell. Der Saab von Marco Stromberg befindet sich mitten in der Metamorphose vom Benziner zum E-Auto. Den Tank haben die Bastler schon ausgebaut. Lohnt sich der Aufwand? Und man darf nicht vergessen, solche Fahrzeuge hier, der ist jetzt 40 Jahre alt, die sind halt technisch natürlich erstmal jetzt überholt, aber von der Qualität her, von der Blechqualität her und von der Ausführung her unheimlich solide gebaut. Da kommt ein heutiges Fahrzeug nicht dran. Marco Stromberg liebt Oldtimer. Sein alter Saab bedeutet ihm viel. Hinter dem schwedischen Klassiker steckt für ihn auch eine ganz besondere Geschichte. Also ich mag Saabs von ihrer Form, von ihrem Design. Meine Frau ist auch Schwedin, ich mag schwedisches Design. Unser Haus ist auch schwedenrot. So. Doch wie genau funktioniert jetzt die Umwandlung vom Verbrennungs- zum E-Motor? Die Lohreis haben sich hier etwas einfallen lassen. Wenn wir einen Bauteil zusammenstellen wollen, dann haben wir ein Problem. Wir haben einmal das Originalgetriebe von dem Spenderfahrzeug und unseren E-Motor. Jetzt haben wir das Problem, wie bekommen wir das Ganze zusammen. Dafür machen wir eine solche Adaptionsplatte. Die kann zum Beispiel so aussehen. Von der einen Seite wird dann der E-Motor angeflanscht, von der anderen Seite kommt das Getriebe dran. Damit stellen wir eine Verbindung her zwischen den beiden Komponenten. Und hier kommt Vater Rainer Lohrei ins Spiel. Er kümmert sich darum, dass dieses Verbindungsstück genau zwischen Getriebe und Elektromotor passt.
Dabei hilft ihm diese alte Maschine. Da werden wir das Getriebe vermessen, dass wir die passende Adapterplatte fertigen können. Ne? Dass wir die passenden Löcher und passende Aufnahme für die entsprechenden Motoren machen. Diese Adapterplatte ist das A und O der Umrüstung. Ohne sie ist ein Umbau nicht möglich. Selbst der Besitzer dieser Luxuskarosse schreckt vor einer Umrüstung nicht zurück. Obwohl so ein Eingriff zu einem enormen Wertverlust des Oldtimers führt. Wir haben einen leeren Jaguar, der noch auf seinen Antrieb wartet und auf die Batterien. Das ist das nächste große Projekt dann. Sind wir mal gespannt, wie der sich dann fahren lässt. Natürlich kann man auch moderne Autos auf E-Antrieb umrüsten. Das machen die Lowrise aber nicht. Der Aufwand ist viel höher als bei den alten Fahrzeugen und lohnt sich daher kaum. Also ich weiß, dass viele Autohersteller uns kennen. Aber ich sag mal, die sehen mit Sicherheit in uns keine wirkliche Gefahr. Wir haben so geringe Stückzahlen. Das ist zum Glück für uns beide, hoffe ich mal, kein Problem auf Dauer. Generell kostet eine Umrüstung zwischen 8.000 und 20.000 Euro. Der Motor wird von 60 Batterien angetrieben. Damit haben die umgebauten Oldtimer eine Reichweite von ca. 100 Kilometern. Das ist noch ausbaufähig. In Deutschland geht es mit der E-Mobilität nur langsam voran. Zwar nimmt die Zahl der E-Autos auf deutschen Straßen insgesamt zu, doch pro E-Auto gibt es nur 0,19 Ladestationen. Nur 1,6% der Neuzulassungen 2018 waren Elektroautos. Zum Vergleich, in Norwegen sind knapp 40% aller Neuwagen strombetrieben. Dieser Kunde kommt mal eben zum Tanken vorbei. Er erlebt jeden Tag die Vorteile seines umgerüsteten E-Autos. Ist natürlich noch ein Nebeneffekt, jetzt ein positiver mit dem Auto. Das hat eigentlich eine rote Plakette gehabt, da darf man fast nirgendwo mehr mitfahren. Und jetzt natürlich grüne Plakette und völlig barrierefrei kann man natürlich wieder in Großstädte reinfahren, wenn man möchte. Dieselfahrverbot erfolgreich umgangen, dank neuem E-Motor. Zurück zum Klassiker, dem VW Käfer. Der wartet immer noch auf die Abholung durch seinen Besitzer. Ob denen das überhaupt noch Spaß macht, den zu fahren? So ganz ohne Knatter-Knatter-Käfer-Sound? Hi, habt ihr's geschafft? Frank und sein Sohn Florian Schumann sind Oldtimer-Fans. Neben dem Käfer besitzen sie noch andere Oldies. Ich bin mit Oldtimern groß geworden, von daher war die Idee eigentlich nicht so weit hergeholt, dann tatsächlich da den E-Antrieb zu verwenden für die Restauration. Der Motor von dem Käfer hätte eh noch mal überholt werden müssen. Und da hatten wir dann überlegt, was wir damit machen. Und sein Vorschlag war halt, den in einen E-Käfer umzuwandeln. Ein Vater-Sohn-Projekt also. So bekommt der alte Käfer ein neues Leben als E-Fahrzeug. Bevor es losgeht, aber noch die alles entscheidende Frage. Wer fährt? Ja, ihm gebührt die Ehre. Oder willst du? Nein. Florian kann es kaum erwarten. Ja, ist natürlich echt spannend, wie er sich im Straßenverkehr so macht. Wird ungewohnt wahrscheinlich, vielleicht hoffentlich positiv. Aber was hat es mit diesem roten Knopf auf sich? Der ist neu. Es ist der Notausschalter. Eigentlich schalten sich die Batterien bei Überhitzung selbst aus. Ist das nicht der Fall, drückt man den Knopf, damit nichts passiert. Wir hören nichts. Der Motor läuft aber. An der ersten Spritztour steht nichts im Weg. Klingt ja wie ein UFO. Der Sound kommt schon mal gut an. Dank Elektropower fährt der Oldie jetzt sogar noch ein bisschen schneller als vorher. Wo ist Rot, Florian? Nee, da war so ein grüner Pfeil. Ach so.
Florian scheint Gefallen an der neuen Motorisierung zu finden. Die Beschleunigung überzeugt ihn. Ja, eigentlich braucht man nur den rechten Fuß. Nur fliegen ist schöner, oder? Nur den oder? Rechten Fuß und zwar nur auf dem Gas. Das ist schon, ist eigentlich schon genial. Der Käferumbau hat sich gelohnt. Wir wünschen eine gute Fahrt, aber Laden nicht vergessen.